Hallo bei Zukunft Erde. Strom, Energie, das ist das, was unsere Welt heute antreibt. Ohne Strom keine Produktion der Industrie, ohne Strom aber auch kein Kaffee, kein heißer in der Früh für uns alle. Wo kommt der Strom her? Ja, heutzutage meistens aus Atom- und Kohlekraftwerken. Und das ist genau das, was wir in Zukunft gar nicht mehr brauchen. Regenerativer Strom, das, was uns die Natur immer wieder neu zur Verfügung stellt, das ist das Thema. Damit sind wir bei Wind und bei Sonne. Biomasse ist etwas zu vergessen, zu vernachlässigen. Das wird wohl kein großer Anteil werden. Sonst müssten wir unsere ganzen Grünpflanzen hier verarbeiten. Also reden wir über Wind und Sonne. Windenergie holen wir in Deutschland mit aufwendigen Trassen aus dem Norden. Da stehen die Windparks und da wird Strom produziert. Machen wir so viel, dass wir gar nicht wissen, wohin damit. Und wir exportieren ihn auch. Ja, die Sonne ist bei uns kein so ein reichhaltiges Gut, sie scheint nicht immer, aber sie scheint in der Wüste, in der Sahara. Stichwort Desertec. Genau dieses Riesenprojekt war schon mal heiß in der Diskussion und sollte eben Strom aus Solarkraftwerken in der Sahara nach Europa liefern. Ja, es ist gestorben. Das war aber leider nur, ja, wie soll man sagen, den Interessen von Großanlegern unterworfen. Jetzt aber wird dieses Projekt wieder neu aufbereitet. Die Pläne liegen auf dem Tisch. Das DLR hat sich darüber ganz konkret Gedanken gemacht. Ein Vertreter, Dr. Franz Trieb, genau genommen, spricht mit Harald Lesch und stellt sein Pipeline-Projekt, Strom-Pipeline-Projekt aus der Sahara vor. Ja, die Stimmung ist gut hier. Okay. Gut. Die Stimmung ist gut, die Sonne scheint. Ein besseres Wetter können wir uns eigentlich für unser Gespräch gar nicht wünschen. Ich habe einen Gast, Dr. Franz Trieb vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, in dem Fall in Stuttgart, nämlich vom Institut für Technische Thermodynamik. Und wir werden uns unterhalten über Solar Electricity Pipelines. Also für ein System, das dafür sorgen soll, dass die Elektrizität von A nach B kommt. Also etwas, was wir ja durchaus kennen. Wir haben es ja in Deutschland auch. Wir haben irgendwo ein Kraftwerk und dann muss die entsprechende Leistung, die da freigesetzt wird, die muss eben über Leitungen irgendwo hingebracht werden. Aber hier handelt es sich eben um was Besonderes, nämlich regelbaren Solarstrom von Nordafrika nach Europa zu bringen. Ja, genau. Was ist das für ein Konzept? Es ist ja so, dass die Kraftwerke, die bei uns laufen und Strom produzieren, den Brennstoff für die Stromerzeugung von weit her holen. Also ja. Kohle, Erdgas. Das Erdgas kommt zum Beispiel über eine Pipeline aus Russland, also ja. Mehrere tausend Kilometer. Und hier haben wir den Fall, dass eben Sonnenenergie in einer Verfügbarkeit, mit der man genauso sicher Strom erzeugen kann wie aus einem Kohlekraftwerk, nicht hier bei uns, obwohl heute mal ein schöner Tag da ist, sondern eben auch 2.000 bis 3.000 Kilometer entfernt, nämlich in der Sahara. Da scheint die Sonne praktisch jeden Tag und mit einem solarthermischen Kraftwerk, mit einem Eintagesspeicher, kann man eine Verfügbarkeit von, sagen wir mal, 7.500 Stunden im Jahr erreichen, was der eines Atomkraftwerks entspricht letztendlich. Ne? Also wie groß ist so eine Anlage dann? Ja, ein Modul wäre so um die 100 Megawatt und man kann natürlich viele Module bis zu mehreren Gigawatt Leistungen zusammensetzen aus kleineren Einzelmodulen. Jetzt kennt man das ja vom sogenannten Desertec-Projekt. Gab es ja schon mal so die Idee, also solche solarthermischen Anlagen in die Wüste zu setzen. Da wurde dann davon gesprochen, 15 Kilometer mal 15 Kilometer wäre die Fläche, die man zum Beispiel für den deutschen Strom Verbrauch benötigen würde. Ist das was Ähnliches? Das war halt eine Vision. Ja. Ja. Mhm. Das ist hier ein konkretes Projekt, was es, wenn man mal genau hinguckt, auf allen Kontinenten im Grunde gibt. Ja. Sie bauen ein Kraftwerk, was eine erneuerbare Quelle nutzt und regelbaren, erneuerbaren Strom in ein entferntes Ballungszentrum transportiert. Ja, das ist ja ganz wichtig. Regelbar. Das ist das Schlüsselwort. Ja. Also nach Bedarf. Ja. Nicht, wenn die Sonne scheint, nicht, wenn der Wind weht, sondern wenn ich den Strom brauche, dann kommt genau die Leistung, die ich gern hätte. Mhm. Und diese Quellen, die eine solche Qualität liefern, sind oft weit entfernt von Ballungszentren. Ja. Das sind zum Beispiel Wüsten, da wohnen wenig Leute. Ja. Das sind regnerische Berge, da kann man Wasserkraft ernten, aber da wohnen auch wenig Leute. Ja. Windige Küsten, windige Steppen, da kann man Windenergie ernten, aber auch da wenig Leute, ne? Und so weiter. Und deswegen hat die Menschheit schon immer lange Leitungen gebaut, um ein erneuerbares Kraftwerk dahin zu setzen, wo die Quelle sehr ergiebig und verfügbar ist und diesen Strom dann in ein Entfernungsballungszentrum zu bringen. Größte Beispiele sind die Wasserkraftwerke in China.
oder in Brasilien oder auch in Afrika. Oder zum Beispiel auf den Philippinen gibt es das mit Geothermie. Ja. Ja, da wird auch Geothermiestrom übertragen. Das sind ja aber jetzt nur große Leistungen, die dann. Das sind große Leistungen und große Energiemengen auch. Ja. Ja. Das sind große Einheiten, also wirklich Großprojekte. Und das bedeutet natürlich auch für die Leitungen eine entsprechende Anforderung. Das ist nicht das, was wir hier in Deutschland zum Beispiel stehen haben, 380.000 Volt Wechselspannung, sondern das ist ganz andere Anlagen. Das sind 600.000 Volt Gleichspannung, ja, weil die Gleichspannungstechnologie, das ist HGÜ, Hochspannungsgleichstromübertragung wird die genannt, die hat auf große Entfernungen viel geringere Verluste. Also wir reden bei 3000 Kilometern von 10-12% Verlust. Mhm. Wie wäre das bei einer Wechselspannung, wenn man das mit Wechselspannung? Die würde einfach nur noch senden und Energie absenden. Ja. Ab 500 Kilometer, glaube ich, sendet so eine Leitung nur noch Radiowellen. Ja. 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 Also das ginge gar nicht. Und wenn man es übers Netz transportieren würde, also praktisch von einem Kraftwerk zum anderen, würden auch etwa 30-40% der Energie verloren gehen auf so eine Distanz. Das heißt, es ist tatsächlich für eine lange Distanz die effizienteste Technologie. Also wenn wir nochmal für einen winzigen Moment mal unterbreche, Sahara ist, glaube ich, allen klar, in der Sahara scheint die Sonne, sonst wäre es keine Wüste. Das Zweite ist, die scheint stabil. Regelmäßig, ja. Also eben regelmäßig und damit auch hätte man eine regelbare Energiequelle. Mhm. Solarthermie bedeutet ja, also es wären keine Photovoltaikanlagen, sondern Solarthermie bedeutet, man hat Spiegel. Und diese Spiegel, das fokussieren das Licht. Es gibt eine Flüssigkeit in einem Rohr, meistens in Öl, was genau sehr hoch geheizt wird. Ja. Es geht an einen Wärmetauscher, ja, jagt es über eine Turbine und dann produziert man praktisch die Leistung, die man... Über eine Dampfturbine wie ein Kohlekraftwerk, genau. Und das Schöne daran ist, zwischendurch können Sie die Wärme aus diesem Öl, was da strömt, zwischenspeichern, einfach in einem großen heißen Topf. Ja. Ja. Den heizen Sie tagsüber auf, wenn Sie Überschusswärme produzieren. Und nachts können Sie diesen Topf abkühlen und damit immer noch Solarelektrizität erzeugen. Einfach tagsüber eingesammelt, nachts Strom erzeugt. Und eben nach Bedarf. Der Unterschied zur Photovoltaik ist der, dass die Photovoltaik halt entsprechend ihrer installierten Leistung erzeugt. Ja. Unmittelbar, sofort. Und das 2000, also in der Wüste 2000 Stunden im Jahr. Ja. Bei uns sind es so 1000 Stunden im Jahr. Ja. Ne? Und dort wäre es doppelt so viel, aber eben nur 2000 Stunden im Jahr. Und wenn Sie jetzt diese Leistung über eine HGÜ-Leitung zu uns bringen wollten, wäre auch die nur 2000 Stunden im Jahr ausgelastet. Während eben durch den Tag- und Nachtbetrieb eines solarthermischen Kraftwerks können Sie bis zu 7000 voller Stunden erreichen und diese Leitung auslasten, wenn Sie das möchten. Ne? Also ich meine, das klingt doch, wenn man so diese einzelnen Argumente so sieht, dann fragt man sich, warum haben wir das nicht schon längst? Denn das liegt doch so offensichtlich eigentlich auf der Hand, die Vorteile dieser Art, erstmal die Sonnenenergie in die entsprechende elektrische Energie zu verwandeln, dann sie auch entsprechend zu speichern. Was für technische Herausforderungen gibt es denn, wenn man so eine Anlage jetzt tatsächlich in der Wüste bauen will? Oder beziehungsweise, was macht so eine Anlage, wenn man sie in der Wüste baut, mit der Wüste? Okay, das ist ein guter Punkt. Erstens mal also hier so spendet sie so Schatten, wie man schön auf dem Bild sieht. Kann man das mal zeigen hier. So würde das aussehen. Ja, da stehen viele Spiegel. Ja. Unter den Spiegeln entsteht Schatten. Ja. Das ist schon mal ein schöner Pluspunkt, weil Schatten ist in der Wüste wirklich was wert. Ja. Dann muss man diese Spiegel putzen. Ja. Da braucht man Wasser für. Das ist eine Herausforderung erstmal, weil da ist kein Wasser. Und man will auch nicht das Grundwasser irgendwie leer machen. Mhm. Wenn da aber dann Wasser ist, dann tropft es von den Spiegeln runter und unten drin, da fängt irgendwas an zu wachsen. Ja. Das kann man jetzt verhindern oder man kann da Schafe weiden lassen, die das Gras halt fressen. Mhm. Mhm. Das wäre jetzt meine Sicht der Dinge, sage ich mal. Ne? Also dieses Land auch nutzen für beide Wirtschaft, weil das Land wird ja eh von den Kollektoren praktisch belegt. Also kann man es ja nochmal nutzen. Man muss sich also vorstellen, wir würden da hingehen, nehmen wir mal an, wir hätten also eine Riesenfläche Wüste. Ja. Wir bauen die Anlage hin und nach einer Weile würden wir praktisch durch die Kondensation der Flüssigkeit an den Spiegeln, würden wir diesen Teil allmählich zu einer Grünfläche machen. Ein bisschen, wird auf jeden Fall auch was kondensieren und runtertropfen, aber eben auch das Wasser zur Reinigung. Der Spiegel wird runtertropfen und dann wird es da grün. Ja. Ja, im Grunde schon. Also das zusätzliche ist Wasser und zusätzlicher Schatten. Also da neigt der Boden unten drunter dazu, grün zu werden. Man könnte da zum Beispiel Schafe weiden lassen und da aus der Wolle Berberteppiche knüpfen. Ja, das ist durchaus eine Möglichkeit. Für diejenigen, die da vor Ort sind,
wäre diese Anlage von großem Vorteil, wenn man das jetzt mal immer gerne schon mal so überlegt. Mein Gott, jetzt kommen die Europäer, bauen denen in der Wüste die Kraftwerke hin, wollen den ganzen Strom haben. Aber es wäre ja für diejenigen, die dort leben, durchaus von großem Vorteil, solche Kraftwerke dazu haben. Es ist ja nicht so, dass wir denen ihren Strom haben wollen, sondern Marokko hat Strom. Ja. Also da gibt es Strom. Ja. Ne? Mhm. Dieser Strom wäre ein Exportprodukt. Ja. Auch das Kraftwerk wäre speziell für den Export gebaut. Ja. Das wäre zusätzlich zu den Kraftwerken, die für Marokko gebaut werden. Ja. Das muss auch so sein. Das ist auch laut marokkanischem Gesetz vorgeschrieben. Mhm. Ne? Das heißt, wir nehmen da keinen Strom weg. Ja. Die einzige Möglichkeit, den Marokkanern die Sonnenenergie wegzunehmen, ist dort nichts zu bauen, letztendlich. Ja, genau. Das ist nämlich da. Die Sonne, die Sonne ist da. Genau. Ne? Sie nicht nutzen, ist die einzige Möglichkeit, sie ihnen vorzuenthalten, letztendlich. Und nebenbei könnte, es ist ja so, da arbeiten, wenn das für diesen Export im Gigawatt-Maßstab gebaut würde, würden da tausende Menschen arbeiten. Die brauchen Wasser. Ja. Das Putzen der Spiegel braucht Wasser. Das ist aber nicht so viel, dass es sich lohnen würde, jetzt sagen wir mal eine Entsalzungsanlage ans Meer zu bauen und das Wasser dahin zu pumpen. Das heißt, eine wirtschaftliche Entsalzungsanlage wird viel mehr Wasser entsalzen. Ja. Das pumpt man dann dahin und dann hat man einen riesen Wasserüberschuss. Mhm. Und das heißt, man kann eine Oase schaffen, nicht nur unter dem Solarfeld, sondern auch außenrum. Da kann man Bäume pflanzen, da kann man sogar Agroforestry betreiben, also Landwirtschaft, Waldwirtschaft. Das würde ja dann dazu führen, dass das die Anlage durch die Bäume natürlich auch geschützt wird. Die Anlage, die würden das genau, schützen können. Ja, man kann das dann so machen, dass die Kollektoren geschützt werden. Ja. Ein Problem ist der Wind in der Wüste. Das heißt, eine Umzäunung mit Bäumen und Büschen würde den Wind einigermaßen abhalten und tatsächlich zu weniger Spiegelbruch führen, was die Betriebskosten reduzieren würde. Und vor allem hätte die Bevölkerung lokal Möglichkeiten, also da wächst dann was. Ja. Ne? Landwirtschaft ist auch möglich. Ja. Und da ergeben sich dann tatsächlich sehr schöne, innovative Möglichkeiten, moderne Technologie mit traditioneller lokaler Wirtschaft in Einklang zu bringen. Mhm. Ne? Also ich sagte gerade Berberteppiche zum Beispiel, wenn da Schafe weiden, ist ja keine schlechte Sache im Grunde. Ja. Ne? Also das heißt, auf der Seite der Produzenten oder der Produktionsseite gibt es eine ganze Menge von Vorteilen. Also wir haben die ewige Sonne sozusagen, die regelmäßige Sonne. Wir haben einen Teil der Erde, der ansonsten ja nicht genutzt wird, den man nutzbar nicht wirtschaftlich macht, genutzt wird, wirtschaftlich nicht genutzt wird, den man dadurch nutzen kann. Jetzt gibt es aber das Problem, dass eben tatsächlich diese Riesenmengen an elektrischer Leistung nach Europa gebracht werden müssen. Genau. Ja. HGÜ-Leitung, also von Marokko, zwischen Marokko und Europa, liegen ein paar Kilometer mehr. Das heißt, das muss über ein Seekabel. Die HGÜ ist Seekabel geeignet. Mhm. Das geht zum Beispiel mit Wechselstrom nur über ganz kurze Entfernungen. Ja. Und deswegen auch HGÜ-Technologie, weil man ja durchs Mittelmeer muss. Und deswegen nennen wir das auch Solar Electricity Pipeline, weil im Grunde entspricht das einem Pipeline-Projekt. Also so wie das Erdgas aus Russland per Pipeline zu uns kommt, so käme hier regelbarer Solarstrom per elektrischer Pipeline von der Quelle, die weit entfernt ist, zu uns nach Deutschland und dort ins Ballungszentrum. Ich stelle mir das so vor, 2022 wird Neckar-Westheim 2 abgeschaltet und eine Leitung mit genau der Leistung angeflanscht. Und dann läuft das Ding so weiter, aber mit Solarstrom. Ja. Ne? Und der Vorteil ist halt, wir erzeugen hier keine großen Schwankungen im Stromnetz, sondern wir können sogar Schwankungen aus unserer heimischen Windkraft und Photovoltaik ausbalancieren, indem wir halt mittags, wenn hier die Photovoltaik arbeitet, weniger erzeugen. Ja. Und dafür in den Abendstunden, wenn die Photovoltaik hier nichts mehr macht, dann könnt ihr nachlegen. Dann können wir das rausholen aus dem Speicher. Das kann man auch relativ schnell nachlegen. Also das ist die Regelbarkeit. Es ist wie ein Dampfkraftwerk. Ja, wie ein geht Dampfkraftwerk. Genauso schnell. Ja. Das ist natürlich, Es hat sogar einen Vorteil, es ist ein Dampfkraftwerk, was Sie in Standby fahren können und dann eben keinen Brennstoff verbraucht. Also ein Kohlekraftwerk, wenn in Standby ist, dann verbraucht das Brennstoff, leistet aber nichts. Ja. Hier, das macht seinen Speicher langsam leer. Der ist am nächsten Tag wieder voll. Also das ideale Standby-Kraftwerk eigentlich. Und auch. Diese HGÜ-Leistung kommt an und wird in Wandlern dann in Wechselspannung. Das Kraftwerk macht Wechselstrom, den müssen Sie gleich richten, dann kommt es in die Leitung. Also wird erst hochtransportiert auf die 600.000 Volt, dann kommt es in die Leitung. Hinten kommt es wieder raus, wird wieder in Wechselstrom umgewandelt, dann runter transformiert auf die Leistung, die Sie brauchen, um bei uns ins Netz einzuspeisen und dann speisen Sie es ein, dann ist es Teil unseres Wechselstroms. Also ist natürlich der, erstmal was ich, also ich finde ja die einzelnen Argumente schon mal sehr stichhaltig. In der Kombination ist es schon fast so was wie, dass die
die Überzeugungskraft schon sich fast exponentiell entwickelt, weil es ist ja schwierig, hier Nachteile zu formulieren. Also was für Nachteile hätte eine solche Leistung? Ich glaube, das ist der größte Nachteil. Also das meiste, was ich in den letzten 10 Jahren gehört habe, ist too good to be true. Ehrlich. Und dann war die Diskussion durch. Ja. Verstehen Sie? Ja. Ja. Und ist eins der, aber ist eins ist der Probleme. Nein, aber es gibt echte Nachteile. Wie würde eine europäische Energiewirtschaft darauf reagieren, wenn solche Kraftwerke sozusagen, die sind ja grundlastfähig, die können die ganze Zeit das anbieten, was notwendig ist, sind schnell regelbar. Ist das ein Problem, die Konfrontation mit dem, was jetzt da ist, also mit dem Status quo? Wenn man mal über so eine Vision nachdenkt, wir würden innerhalb von einer bestimmten Zeit solche Kraftwerke entwickeln. Nein, in Spanien stehen diese Kraftwerke. Ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel eins der spanischen Kraftwerke, das ist allerdings ein Turmkraftwerk ist zum Beispiel, das ist für Grundlast schon ausgelegt, schafft aber in Spanien halt noch 5.500 Volllaststunden. Ja. Weil im Winter geht die Leistung in Spanien auch runter. Ja. Mhm. Wenn man das Ding jetzt ein paar hundert Kilometer südlich nach Marokko stellen würde, hätte es plötzlich 7.500 Volllaststunden. Also das gleiche Kraftwerk. Also das kann man schon machen. Sie müssen nur den Standort. Ja, das heißt, man hat auch die Erfahrung mit den Technologien schon und so weiter. Das ist alles schon vorhanden. Es ist eine neue Technologie. Wir haben jetzt weltweit 5000 Megawatt installiert. Ja. Vor 2005, vor 12 Jahren, hatten wir 5000 Megawatt PV installiert. Mhm. Ne? Mhm. Die Technologie heute bei 5000 Megawatt ist billiger als die PV damals war, bei gleicher Leistung. Die Photovoltaik, ja. Die Photovoltaik. Ja. Und sie liefert halt regelbaren Strom und nicht Strom, wenn die Sonne scheint. Ja. Also da gibt es massive Unterschiede. Aber sie ist eben bei 5000 Megawatt installierter Leistung. Ja. Das ist am Anfang dessen, was wir Lernkurve nennen. Das heißt, sie muss durch den zügigen Ausbau noch billiger werden, wie die Photovoltaik auch. Ja. Ich meine, jetzt gibt es natürlich eine ganze Reihe von sogenannten kritischen Argumenten dagegen. Da müssen wir natürlich mal drüber reden. Das erste wäre ja, sind solche Stromtrassen machbar und bezahlbar? Ist das so? Ja, es ist so. Die gibt es ja seit 50 Jahren auf der Welt. Ja. Auf allen Kontinenten gibt es HGÜ-Leitungen. Und ein großer Teil dieser HGÜ-Leitungen dient tatsächlich dazu, um regelbaren erneuerbaren Strom aus der Ferne in ein Ballungszentrum zu bringen. Das sind bisher im Wesentlichen Wasserkraftwerke in Brasilien, in Afrika, in China und zum Beispiel auch Geothermiestrom. Ja. Ne, auf Philippinen von einer Insel zur anderen. Ne, auf der einen Insel ist das Geothermiekraftwerk, auf der anderen Insel ist der Bedarf. Ja. Und dann macht man das mit HGÜ. Das ist Stand der Technik und seit 50 Jahren wird das gemacht, außer in Europa. Und auf dem Südpol. Genau. Da hat man das noch nicht gemacht. Es gibt zwar HGÜ in Europa, aber nicht für den Zweck, eine erneuerbare, regelbare Quelle ins Ballungszentrum zu bringen. Also das ist schon gemacht worden und es kann auch gemacht werden. Ja, damit sehen wir ja, ist ein alter Hut. Das heißt, das sind auch keine Sachen, wo man jetzt irgendwelche kritischen Organisationen hat, die irgendwie davon sprechen, dass HGÜ irgendwie ganz schlecht ist und so weiter. Diese Anlagen laufen überall auf der Welt und sie laufen problemlos. Sie laufen weitgehend problemlos. Ja. Sie stützen ja sogar die Infrastruktur und den Netzbetrieb. Ja. Ne? Also es ist ja praktisch so, sie holen sich das Kraftwerk eigentlich aus der Entfernung an ihren Standort. Ja. Ja. Ich sage immer flapsig, es ist ein ganz normales Kraftwerk, nur die Leitung zwischen Trafo und Anschlusspunkt, die ist ein bisschen länger als normal, nämlich 2.500 Kilometer. Aber sonst ist es dasselbe. Ein typisches Argument war ja auch schon ist ja überhaupt bei diesen Visionen über Wüstenstrom oder Strom aus der Wüste wird es ja oft gebracht. Solarstromimporte machen Europa abhängig von instabilen Staaten. Ja, das ist ein ganz witziges Argument. Das kam vor 10 Jahren eben auch auf. Ja. Damals war das OECD-Risikorating von Marokko zum Beispiel 3. Das ist so ein mittlerer Bereich. Mhm. Und von Russland auch 3. Ja. Ne? Aus Russland kriegen wir einen großen Teil unseres Erdgases. Bauen wir sogar noch neue Pipelines. Da bauen wir jetzt noch neue Pipeline. Ja. Ja. Und das böse Marokko wollten wir nicht haben, weil das ja unsere Abhängigkeit vergrößert. Ja. Ne? Inzwischen hat Russland 4 und wir haben in Marokko immer noch 3. Ja. Ja? Also das Risiko ist in Russland gestiegen. Trotzdem haben wir natürlich das Erdgas von da. Und wenn Sie sich das angucken, wenn dieses Rating gleich geblieben wäre, dann hätten wir unser Risiko dadurch reduziert, dass wir statt einem Versorger 2 haben. Ja. Also das ist eine ganz einfache Rechnung. Ja. Unser Risiko sinkt, wenn wir unsere Versorgung diversifizieren. Ja, und insofern ist das nicht wirklich ein Argument. Und für ein Land wie Marokko ist es ja eine Energiequelle, den Strom zu Es ist ein Export.
Artikel. Also eine Geldquelle, nicht nur eine Geldquelle. Ja, genau, Devisen, eine Devisenquelle. Ja. Und zwar eben zusätzlich zur Eigenversorgung. Die Marokkaner, das sehen wir ja hier an den Beispielen, machen ja ihre eigene Versorgung mustergültig mit Erneuerbaren. Ja. Die haben Windenergie, Photovoltaik und solarthermische Kraftwerke am Laufen. Wollen die weiter ausbauen, haben einen sehr rigorosen Plan, machen alles richtig. Da brauchen wir uns nicht drum kümmern, das machen die Marokkaner selbst. Die Marokkaner machen uns das vor, wie man einen Plan haben kann. Und die haben natürlich auch tolle Quellen. Die haben es leichter als wir, das muss man schon neidvoll sagen. Ja. Also das heißt, über so Geschichten wie die Sonnenenergie gehört Nordafrika, brauchen wir gar nicht zu reden. Das ist ja, wenn die Sonnenenergie ist in Nordafrika natürlich vorhanden und wenn man sie nicht nutzt, dann kann man sie ihnen vorenthalten, indem wir sie ihnen nicht abnehmen. Ja, das ist der Punkt. Es gibt ja auch so ein Argument, wir hätten mehr als genug erneuerbare Energiequellen selbst in Europa. Haben wir auch. Also wir können so viel Strom mit Wind und Photovoltaik und was wir noch haben erzeugen, viel mehr Strom erzeugen, als wir verbrauchen, auch in absehbarer Zukunft. Ja. Nur ist es so, dass dieser Strom halt kommt, wenn der Wind weht und wenn die Sonne scheint. Mhm. Und wir nicht unbedingt dann so viel Strom brauchen. Ja. Und es ist so, dass wir heute schon in Deutschland 10% unseres Stroms, unserer Stromerzeugung exportieren, bei 20% Wind- und PV-Anteil. Ne? Vorher war unsere Versorgung ausbalanciert. Wir haben so viel exportiert wie importiert. Das ist ja im Netzverbund ganz normal. Ja. Heute haben wir 50 Terawattstunden Netto-Export, was 10% etwa unseres Verbrauchs ist. Es gibt ein wunderbares Argument, was immer wieder gebracht wird. Ja, wir brauchen doch diese ganzen Wüsten-Energiequellen gar nicht. Wir hätten doch genügend erneuerbare Energiequellen in Europa. Ja, das ist richtig. Ja. Also wir können selbst genügend Wind- und Solarstrom produzieren. Also mehr sogar als das, was wir jemals verbrauchen werden, auch in absehbarer Zukunft. Ja. Aber dieser Wind- und Solarstrom kommt halt, wenn die Sonne scheint und wenn der Wind weht und nicht unbedingt, wenn wir den Strom brauchen. Stichwort Regelbarkeit, genau. Und deswegen sind solche Importe eine gute Ergänzung zu unseren heimischen Quellen. Sie ersetzen sie auch nicht, sondern sie ergänzen sie, indem sie eben die Lücken, die Wind und PV noch übrig lassen gegenüber unserem Bedarf, gezielt füllen können. Ne? Und nicht selber Schwankungen produzieren. Also man hat eben nicht einen Mittagspeak, weil mittags die Sonne scheint, sondern man kann sogar abends vorrangig Strom erzeugen mit so einem Kraftwerk, wenn die Photovoltaik bei uns langsam nachlässt. Ja, ne? Ja. Und das ist genau der Mehrwert, den wir da importieren können. Also das ist eine erneuerbare Energiequelle, die wir selbst nicht haben. Ja, ne? Ja. Die wir aber aus der Ferne importieren können. Ich meine, was natürlich interessant ist mit dem Begriff der Regelbarkeit, ist ja auch regelmäßig, ist ja auch Stabilität, zum Beispiel für diejenigen, die davon profitieren würden, verbunden. Es ist ja eben kein Auf und Ab. Sowas wie diese Anlage ist ja wirklich eine Geldquelle auch für das Land, in dem es steht. Ja, und damit ist natürlich auch der Spielraum, der politische Spielraum, zum Beispiel für die Erhöhung der Lebensqualität in so einem Land ganz anders, als wenn man es mit Quellen zu tun hat, die mal gehen, mal nicht gehen und so weiter. Also das ist ja schon ein stabilisierender Faktor. So. Deswegen baut Marokko selbst solche Kraftwerke für den eigenen Bedarf. Also das, was Sie hier sehen, ist ein Spitzenlastkraftwerk praktisch, was wirklich Lastspitzen abdeckt, die vorher mit Gasturbinen, die mit Diesel befeuert wurden, abgedeckt wurden. Also mit hohem Umweltimpact und hohen Kosten verbunden. Und das kann dieses Solarkraftwerk ersetzen letztendlich. Also ein Spitzenlastkraftwerk ist ja wirklich eins, was man dann kriegt, wenn man eine Bedarfsspitze hat. Ne? Ja. Also und das ist genau die Funktion. Also in dem ganzen Gespräch jetzt mit Ihnen habe ich die ganze Zeit im Hinterkopf immer die Frage, warum bitteschön haben wir nicht schon längst solche Anlagen? Warum geht man da nicht dran? Ist es zu visionär und man arbeitet lieber in diesem Bundesliga-Motto nach dem Kraftwerk ist vor dem Kraftwerk? Oder was kostet so eine Anlage zum Beispiel? Je nach Größe kann sie zwischen 10 Milliarden Euro und 30 Milliarden Euro, das sind unsere wissenschaftlichen Schätzungen, kosten, um zwischen 1 Gigawatt Leistung, das entspricht einem Atomkraftwerk, und 3 Gigawatt Leistung zu uns zu bringen. Wobei 3 Gigawatt die technisch maximale Grenze ist. Ja. Es darf keine größeren Einheiten geben in Europa, weil die Reservekapazität im Netz erfordert, dass 3 Gigawatt ausfallen dürfen, aber mehr eben nicht. Also sowas wie in China, da haben sie jetzt glaube ich 8 Gigawatt oder sogar 10. Sowas können wir bei uns nicht bauen, muss aber nicht. Man baut das einfach in kleineren Einheiten.
Und diese Einheiten müssen auch ausfallen können, dürfen. Ja. Also wenn, was weiß ich, irgendeine Katastrophe passiert, die Leitung wird einfach komplett gekappt, muss das passieren dürfen, ohne dass bei uns in Europa etwas passiert. Mhm. Und zum Beispiel auch, wenn jetzt sämtliche afrikanischen Staaten, an denen wir da hängen, ja, praktisch, ja, beschließen, wir schalten alle diese Leitungen ab, die Europäer kriegen nichts mehr, müssen wir genügend Reservekapazität haben. Ja. In dem Fall würden wir unsere fossilen Kraftwerke wieder betreiben müssen und Brennstoff verbrennen müssen, was dann für uns Kosten verursacht. Ja. Für die wäre das allerdings ein Komplettausfall der Devisen, die sie, ja, da klar, verdienen durch, ja, den Export. Also das würde die wesentlich härter treffen, ja, so ein Ausfall. Deswegen denke ich, beide Seiten haben Interesse, wenn mal was passiert, das Ganze wieder zu reparieren. Ja. Und es darf auch passieren, ohne dass bei uns größere Ausfälle entstehen. Man ja die ganze Zeit muss man ja immer im Hinterkopf haben, wir haben hier eine technische Anlage in einer bestimmten geografischen Umgebung und dann gibt es ja eben noch die politischen Umstände. Mhm. Das Land Marokko ist ja das einzige Land, was praktisch von dem arabischen Frühling verschont, in Anführungsstrichen verschont. Also es gibt dort nicht diese Auseinandersetzung, wie wir sie in den anderen Maghreb-Staaten haben, mhm, in Nordafrika. Und jetzt könnte man ja noch mal einen Tick weiterdenken. Nehmen wir an, wir würden wirklich nicht nur in Marokko, sondern auch in anderen Staaten, auch in der südlichen Sahelzone zum Beispiel solche Kraftwerke bauen, die dann nicht notwendigerweise dafür sorgen müssen oder nicht für die Stromversorgung von Europa zuständig sind, klar, sondern die eben dann aufgrund auch der Erfahrungen, die man ja hier in der Sahara gemacht hat, in diesem Teil der Sahara gemacht hat, für die Wirtschaftskreisläufe dort von großer Bedeutung sind. Denn, ja, elektrische Energie, und das sage ich immer wieder, das muss, glaube ich, immer noch mal betont werden, elektrische Energie ist Premium-Energie. Man kann mit keiner Energieform so viel anstellen wie mit Elektro. Mit elektrischer Energie kann man alles machen. Wenn man genügend elektrische Energie hat, ist alles andere, selbst wenn es aufwendig ist, ist es wenigstens möglich. Also bei Wärme und so weiter ist es eben nicht so ohne weiteres. Das heißt, damit würde man ja wirklich die beste Form von Energie anbieten können, auch für die Entwicklung von Wirtschaftskreisläufen in Gebieten, wo wir momentan aufgrund der Simulation, der Klimasimulation ja befürchten müssen, wenn es noch viel wärmer wird, dann werden die Menschen in Afrika sich aufmachen und werden natürlich dahin gehen, wo es viel attraktiver ist, nämlich Europa. Mhm. Das heißt, das ist ja auch eine Art von langfristiger Entwicklungshilfe, darf man ja heute nicht mehr sagen, aber es ist eine Hilfe zur Selbsthilfe, solche Kraftwerke. Ja, also es gibt eben auch Probleme bei der Sache, ja, und das ist die große Investition. Ich habe, mhm, jetzt bei 3 Gigawatt, ja, 30 Milliarden, ja, erwähnt. Ja. Das wäre dann ein Kraftwerk, was auch in den Grundlastbereich hinein arbeiten, ja, kann, also wie ein Atomkraftwerk. Ja. Wenn Sie sich jetzt anschauen, was ein Atomkraftwerk mit gleicher Leistung, gleicher Stromerzeugung, mhm, im Jahr kostet, da ist Hinkley Point ein schönes Beispiel, das kostet 43 Milliarden, ja, ne? Und, ja, ist geplant in Großbritannien. Ja. Ne? Es ist also sogar teuer, ja, und man nimmt halt diese 43 Milliarden in die Hand, und das hat ein Land, ein Entwicklungsland hat dann natürlich einfach Grenzen, ja, um so ein Geld in die Hand zu nehmen. Ja. Ne? Und das ist die Sache. Ne? Und das Investitionsrisiko, mhm, ist dann noch eine andere Sache. Ne? Also wenn Sie in ein sehr riskantes Land gehen und dann, ja, so viele Milliarden investieren wollen, also wie, ja, gesagt, wie ein Atomkraftwerk, ja, schrecken viele Investoren auch zurück. Mhm. Die Lösung dazu ist ein sicherer, international gesicherter Abnahmevertrag für den Strom, der, ja, die Kosten deckt. Ja. Und zwar ist es etwas wie bei uns das EEG. Wir, mhm, haben ja Wind und PV und alle, ja, anderen eingeführt, ja, indem wir einfach die Kosten bezahlt haben als Stromkunden. Ja. Und die EVOs haben das praktisch dieses Geschäft vermittelt und mussten das tun wegen dem EEG-Gesetz, ja, 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 das dahinter steht. Genauso muss man das machen. Das ist halt eine neue Technologie, die muss da noch durch. Das, ja, heißt, man braucht so einen Abnahmevertrag, der muss abgesichert sein, sodass aus dieser Investition für Investoren, egal wo das Ding steht, eine sehr sichere, ich sage mal, AAA-Investition, ja, ja, wird. Eine wirkliche AAA, nicht? Eine wirkliche AAA, faktisch. AAA, ja. Dann sinken die Zinsen, ja, und dann wird das Ding billig, weil wir haben hier ja nur Kapitalkosten. Ja. Wir haben keine Folgekosten. Ne? Genau. Wenn wir diese Randbedingungen nicht haben, dass einer das wie im EEG abnimmt, den Strom, dann ist das ganze Risiko beim Entwickler. Ja. Dann verlangt er 20% Zinsen und dann geht der Strompreis völlig durch die Decke, dann ist das nicht mehr bezahlbar, ja, letztendlich, ja, weil das Risiko bei dem Investor geblieben ist. Ne? Mhm. Und das ist eben die Rolle. Wir brauchen Investoren, die diese Investition auch wirklich tätigen können, die sind auch selten, ja, aber wir brauchen auch den Rahmen, der die Sicherheit dafür schafft, um, ja, daraus ein AAA-Investment zu machen. Also falls uns jemand, eine Milliardärin oder Milliardär zuschaut, hier wäre eine Möglichkeit, das Geld eben nicht zu versenken, sondern es zu investieren. In etwas hochgradig Wichtiges und Richtiges.
Also man könnte schon fast mit Platon sagen, das ist das Richtige, das Schöne, das Gute und das Wahre. Also was man hier braucht, sind 30 Milliarden für ein solches Kraftwerk. Das ist ja jetzt, wenn man sich, Sie haben es ja gerade angesprochen, wenn man sich das jetzt mal überlegt, als gesellschaftliche Entscheidung, und solche Entscheidungen müssen ja vor Ort auch betroffen werden, von den Gesellschaften wollen wir das, aber natürlich auch von uns, wenn wir das zum Beispiel als Investition, als Stromkunde, werden wir es ja langfristig finanzieren müssen. Man ist ja als Laie schon ein bisschen schockiert darüber, dass man bei der Kernkraft eine Technologie unterstützt, deren größtes Problem neben den Sicherheitsfragen des Reaktors ja vor allen Dingen darin besteht, wo soll langfristig eigentlich der radioaktive Müll hin? Denn diese Kosten sind ja noch gar nicht eingepreist in den Kosten für ein Kernkraftwerk, weil man, wir haben es ja jetzt in Deutschland, wir erleben es ja gerade, die Energiekonzerne haben sich für 23 Milliarden aus dem Geschäft eigentlich rausgekauft. Das heißt also, zukünftige Generationen werden sich damit beschäftigen müssen, wohin mit dem ganzen Mist. Und wir reden ja dann wirklich über zweistellige, dreistellige Milliardenbeträge, wenn man an die Asse denkt, an dieses Zwischenlager für radioaktive Abfälle. Das wird uns ja alleine 10 Milliarden kosten, vielleicht sogar noch mehr, um das wieder da rauszuholen, was da an beschädigten Fässern drin ist. Dann fragt man sich doch, warum solche Entscheidungen nicht auf einem ganz anderen, wie soll ich sagen, von einem anderen Rationalitätsniveau getroffen werden. Es ist ja doch offensichtlich, dass die Entscheidung hin zu einem Kernkraftwerk eigentlich eine Sackgassenentscheidung ist. Während das hier ja eine Entscheidung wäre, auch hinsichtlich der Frage, wir bauen eines davon, wir bauen zwei, wir bauen drei. Also hier ist ja sozusagen ein Additionspotenzial ist ja da. Also hier liegt ja wirklich Zukunft vor einem. Es ist ja so, wenn Sie das Geld schon ausgegeben haben, haben Sie es nicht mehr. Ja. Also wenn das Geld ausgegeben wurde für Kernkraftentsorgung und fossile Brennstoffe, haben Sie einfach nichts mehr in der Tasche, um in was anderes investieren zu können. Ja. Das geht einigen Ländern tatsächlich so. Und Länder, die dann noch Geld in der Tasche haben, die können dann noch investieren. Und das werden natürlich auch immer weniger. Ne? Ja. Weil wir haben es hier tatsächlich mit einer sehr großen Investition zu tun. Der Punkt ist der Strom kostet uns Stromkunden. Wenn wir am Ende das Ding bezahlen, etwa so viel wie Strom aus Gaskraftwerken, das ist ungefähr die gleiche Größenordnung. Und die wollen wir ja letztendlich nicht verdrängen, sondern entlasten. Also dass in den Gaskraftwerken, die sichere Leistung liefern heute, weniger Gas verbrannt wird, wir aber trotzdem unsere Sicherheit beibehalten, unsere Versorgung, auf der Basis erneuerbarer Energie. Und das genau können diese Kraftwerke. Uns kostet auch ungefähr, laut unseren wissenschaftlichen Analysen, so viel wie eben der Strom aus Gas. Das heißt, für uns Stromkunden ist das jetzt nicht unbedingt eine große Mehrbelastung. Ne? Und wenn es eine wäre, dann wäre es halt tatsächlich eine Investition. Wir wollen diese Technologie haben, wir wollen diese sichere Versorgung, aber auch erneuerbar, dann müssen wir investieren. Haben wir im EEG jetzt 20 Jahre lang fast gemacht. Genau. Ne? Also das macht man so. Ja. Sie haben hier praktisch aus Sicht eines Investors, Sie haben in der Mitte, das ist dieser kleine Fleck da auf dem Bild, eine Art Kraftwerk, ein Dampfkraftwerk. Ja. Dieses Dampfkraftwerk ist dieselbe Investition, die jemand auch tätigt, wenn er ein Kohlekraftwerk baut. Ja. Und was machen diese verrückten Menschen? Die bauen praktisch die gesamte Kohle für 40 Jahre Betriebszeit außenrum als Kollektoren auch noch mit auf, verwandeln die in ein Kapitalgut und verzinsen sie und versichern das Ding. Das wäre, wie wenn man für 40 Jahre Kohle kaufen würde, dahin liegen und das Ding versichern und verzinsen. Ja. Verrückt, würde kein Mensch machen. Mhm. Ne? Aber das ist genau die Schwierigkeit dieser Kraftwerke. Der Brennstoff für 40 Jahre wird am ersten Tag als Kapitalgut damit hingestellt. Ja. Und das ist letztendlich der Grund, warum sowas schwierig ist. Es ist ein richtiges Kraftwerk mit richtig großer Leistung. Ja. Und eben der Brennstoff für 40 Jahre wird am ersten Tag dahingestellt. Ja. Das macht das Ding so schwierig. Ja. Geld verdienen, also die Kapitalrendite für Investoren, ist die gleiche. Vor allem, wenn man AAA hat. Ne? Wir brauchen ja nicht von Anfang an die Milliarden. Ja. Das Ganze ist ja ein Vorgang von der Planung bis zur Umsetzung. Mhm. Und am Schluss bei dem Bau, da brauchen wir dann die Milliarden für die Investitionen. Derjenige, der wirklich 30 Milliarden, sage ich jetzt mal, oder 10 Milliarden investieren möchte, muss sich natürlich absichern, dass diese Investition gut ist, AAA. Klar, und diese Vorarbeiten erfordern natürlich auch schon Geld, die der Investor dann aufbringen muss. Das sind aber viel kleinere Beträge. Das sind eben Machbarkeitsuntersuchungen und Planungsstudien.
die zu den Ausgaben dann führen, zu den 30 Milliarden. Er wird nicht investieren, ohne zu wissen, was er da tut. Ja. Und da liegt eher der große, ja, die große Frage, wer fängt das an? Ja? Mhm. Das sollte schon jemand sein, der letztendlich bereit ist, diese 30 Milliarden zu investieren. Ja, ich kenne jemanden. Wir. Also wir dann alle, wir könnten in so einer Art Volksaktie, und zwar diesmal in einer erfolgreichen Volksaktie, ich würde sie zum Beispiel Sahasol nennen, anstatt Andasol oder sowas, könnte sich jeder bundesrepublikanische Bürger daran beteiligen und wissen, das ist eine Investition für die Zukunft nicht nur des eigenen Landes, sondern für den Kontinent Europa und auch für diejenigen Leute, die dort unten vor Ort leben und auch dort bleiben vor allen Dingen. Mhm. Das ist ja nochmal ein Punkt, den haben wir gar nicht angesprochen, aber das ist natürlich, steckt ja auch dahinter, dass wir uns darum kümmern müssen, eben so zu handeln, dass unsere Handlungen zu einem gedeihlichen Leben für alle führen, wie Hans Jonas das in seinem Prinzip Hoffnung mal formuliert hat. Mhm. Und das wäre doch sowas. Okay, ja. Ja. Und das AAA ist, dann haben Sie mein Geld auch. Wunderbar. Ja, dann sollen wir zusehen. Dann sollten wir das machen, oder? Ist doch keine Frage. Also los jetzt. Ja, wir machen sowas und zeigen der Welt, dass es geht.